Lalexander zockt. Let's Plays mit Fun und Geschmack. Da ist Captain Ziegel, meine Leute. Guten Tag, ich bin Captain Ziegel, nett Sie kennenzulernen. Tag, Sie sind meine Gefangenen. Vielleicht auch noch? Nein. Ja, super. Nein, ich mach doch nicht auf. Sagen Sie. Ziegel. Ach, General Skywalker. Seien Sie gegrüßt. Lange ist es her. Was ist Ihr Plan? Quatsch. Wahnsinn. Ich sag's Ihnen und den sag ich's auch gleich nochmal. Aber erstmal sag ich's Ihnen. Also passen Sie auf. Was stellen Sie sich vor, wenn ich Sie extra gefangen genommen habe und alles durchgeplant hätte, um Sie hierher zu bekommen, mit die Stärksten gefangen genommen sind und die restliche Druidenarmee gerade Ihr Schiff übernimmt? Was halten Sie von der Idee? Ist das perfekt oder ist das idiotisch? Sie sind völlig durchgeknallt. Nein, das ist ja gerade das Lustige. Ich bin ein Genie. Aber ich verrate Ihnen gerne den Rest auch noch. Mit Ihrem Schiff werden wir dann... Halten Sie sich fest. Halten Sie sich fest, hervorragend. Wissen Sie, wo wir denn... Können Sie meine Hände ruhig bleiben? Sie kommen hier nicht raus. Das ist ein Strahlenschild. Wer ist das? Ist das Futsch oder ist das... Oder ist das Prime? Der Pilot da drin. Ja, ja. Auf jeden Fall, passen Sie auf. Wir alle wurden ja auf Kamino gezeugt. Erschaffen. Und ich möchte gerne meine eigene Klonarmee erstellen. Also schnappe ich Ihr Schiff, reise dahin, gehe runter, übernehme so ein bisschen eine Brutstation, nehme mir was mit und dann geht der Lachs richtig los, General. Sie müssen sich vorstellen, es wäre doch hervorragend, wenn es eine zweite Klonarmee geben würde. Von mir als Ziegel erschaffen. Habt ihr alles? Ich habe es, dass wir hier sind. Wunderbar. Auf zum Kommunikationsterminal. Folgt mir. Wir werden heute nicht alleine sein. Folgt mir. Wie von unserem Vater Jango Fett. Aber die Geschichte kennen Sie ja. Also, passen Sie... Jetzt hören Sie doch mal auf zu schlagen, ich rede gerade. Ansonsten werde ich hier gleich noch durchdrehen. Also, wir bleiben jetzt mal alle hier auf dem Teppich, ja? Drehen, labert. Also, ich gehe jetzt zu der Twi'lek, werde Sie etwas nerven, weil ich hier Lichtschwert habe. Und Sie werden hier verschmoren. Ach so, übrigens, das Schiff rast auf einen Pulsar zu. Also, ich würde sagen, in 10 Minuten bin ich auf dem anderen Schiff. Und danach sehen wir uns dann vielleicht irgendwann im Jenseits wieder. General, es war mir eine Ehre, unter Ihnen gedient zu haben. Möge die Macht mit Ihnen sein. Ich verspreche Ihnen, Drake, wenn ich hier rauskomme, werde ich Sie in Stücke reißen. Ah. Wer Teufel ist das denn? Skywalker! Wie sie das? Mein Arm! Ach, versuchen Sie das mal! Oder soll ich eher sagen, Seagull? Mein Name ist Seagull. Drake ist lange vergessen. Und ihr habt das alles angestellt, aber das wisst ihr ja. Aber der große Knackpunkt wird noch kommen, General. Die Klonarmee ist erst der Anfang, danach wird es lustig. Nein. Tag, seien Sie gegrüßt. Ich komme zu Ihnen auch nochmal. Sind ja meine Gäste hier. Ach so, übrigens, Twi'lek, hier, guck mal, kennst du das? Es war deins. Ich fand es so schön, ich hab's mal behalten. Also, Greg, was hast du vor? Was ich vorhabe, das erkläre ich euch. Also, mein Kommando übernimmt gerade euer Schiff. Wahrscheinlich wird gerade die Flottencrew auseinandergerissen oder so. Ich weiß es nicht. Die sind ein bisschen brutal, die Jungs. Und dann nehme ich mir das Schiff, ja, und dann fliege ich weg. Müsst ihr wissen, ich fliege dann weg. Und wisst ihr, in welches System? In das Kamino-System. Und das Lustige ist, die denken nicht, dass ich Sieger bin. Die denken, ich wäre ihr. Das ist das Lustige an der Geschichte. Übrigens, Twi'lek, danke. Danke, dass Sie so mitgespielt haben bei meinem Plan. Oh, die sind ein bisschen aggressiv. Verstehe gar nicht, warum. Danke, dass Sie so mitgespielt haben. Übrigens, ich gehe dann jetzt mal, ne? Weil die brauchen mich da drüben. Ach so, das habe ich noch vergessen. Wird demnächst ein bisschen heiß. Das Schiff rast auf dem Pulsar zu. Also, falls ihr es rausschaffen solltet, was ich bezweifle, ganz groß,
versucht zu überleben. Wäre nett, euch wieder kennenzulernen. Immer ein paar von euch kenne ich ja. Niki, Molly, du bist das da vorne doch, ne? Diese hässliche Fresse kenne ich von überall. Wieso? Wieso? Fragt sie. Entsichert die Waffen. Wir sehen uns auf der anderen Seite. Legt an. Es tut mir leid, Barsch. Schon okay. Auf Wiedersehen, Barsch. Auf der anderen Seite. Es tut mir leid. Und feuern. Wie klappt, halten Sie mich? Ich bin ein Genie. Ja, junge Thanos? Oder? Was meinen Sie mit Ihren neuen Brüdern? Meine neuen Brüder! Meine neuen Brüder, ja. Die heißen Dylan, Marix und Bendrix. Aber die werden Sie noch kennenlernen. Sie werden erst geschaffen. Und der Rest wird sich von selbst erklären. Vergesst die Separatisten. Wir sind die neue Macht. Wir sind das Großreich von Seagull. Das werden sie zu euch sagen. Aber vorher Hand in Hand mit den Separatisten und dann, junge Chano, werde ich euch alle einzeln auslöschen. Einen nach dem anderen und am Ende pumpen wir Coruscant weg! Hey, hören Sie mal sich mal. Wir sehen uns auf dem Schlafen. Wenn Sie uns mal rauslassen, dann zeigen wir Ihnen mal, was los ist. Wir sehen uns wieder. Drake. Mein Name ist Seagull und ihr werdet vernichtet! Diese Waffe bringt mir Spaß! Hier kommt Seagull! Das wollte ich. Da war ich ein bisschen zu überkommen. Fuck. Kämpfer mit Lichtschwert, wir brauchen die Unterstützung. So, jetzt geht's ab hier. Oh, ein Pilot! Meine Lieblingssorte! Bleib stehen! Jungs, Siegel kommt! Ja! Hogan, ich kenn dich noch! Wo macht das Schiff denn Schaden? Weiterlaufen. Das ist die Macht der Kybernetik! Oh Mann, ich will keinen Boss! So, diese Waffe bringt Spaß! Church, bleib stehen! Wo macht das denn Schaden? Oh, jetzt fall endlich! Ist ja logisch, dass sie nicht so mit entscheiden. Ihr seid die Nächsten. Wahrscheinlich geht der ja ganz ruhig. Warum hat der ein Laserschwert? Warum geht das? Video der Publik. 2 Mille Ehre, Mädel. Wartet, ich gebe euch. Haltet ein, ihr habt eh keine Kraft. Seid ihr bereit, meinem Imperium beizutreten? Wie Vater für seine Söhne? Dann legt die Waffen nieder. Die Republik hat euch nur eines getan und das ist Tod. Verderben. Springt. Ich ergebe mich. Dann vernichte ihn. Vernichte ihn, schieß auf ihn. Dann lasse ich dich am Leben. Ich kann das nicht, ich kann nicht auf meinen eigenen Bruder. Was war das? Ich kann nicht auf meinen eigenen Bruder. Was war das Ziel? Ich kann das nicht. Ich kann nicht auf meinen eigenen Bruder schießen. Nein! Gottenmut, ja. Ich komme! Oh. Yeah.
lasst den Schuss auf mich herunter. Wir haben dieses Schiff zu unserem Eigentum gemacht! Au, au, au! Das ist das erste Kriegsschiff im Namen von Siegels Imperium! Auf zur Brücke! Lassen wir Camilo einen herzlichen Empfang genießen. Folgt mir! Dir hat das Video gefallen und du würdest gern mehr davon sehen? Dann schalte doch jeden Dienstag, Freitag und Samstag ein, wenn wir live sind. Wir sehen uns!